Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute mit einer Ankündigung, beziehungsweise zwei. Ganz kurz. Also für alle, die mir auf Instagram folgen oder Facebook, die haben es wahrscheinlich schon gesehen und auch schon fleißig danach gefragt, eifrig, wann es kommt. Es war schon die ganze Zeit online, ich habe es halt nur noch nicht angekündigt. Aber es stand auch schon bereits unten in der Videobeschreibung immer. Vielleicht hat der eine oder andere das schon entdeckt. Auf jeden Fall, der Shop ist endlich da, nach 3 Monaten oder so. So leiden, bis der endlich da ist, bis wir alles geschafft haben. Aber jetzt haben wir es endlich geschafft. Hier könnt ihr schon mal sehen. Wir schauen uns das gleich näher an. Aber endlich ist es soweit. Ich habe nie damit gerechnet, dass ich mein eigenes Zeug verkaufen werde, aber Nachfrage ist da. Ihr habt ernsthaft danach gefragt. Also dachte ich mir, wieso nicht? Habe ich das mal gestartet und das war vor ein paar Monaten. Da hatten wir sogar erst 4000 oder so Abonnenten. Und erstmal fettes Danke und Shoutout an den Tony, der hat das alles für mich gemacht. Diese ganzen Design-Sachen. Ich habe ja am Anfang so in die Runde gefragt, wer mir alles helfen kann. Und da haben sich echt viele gemeldet. Und die waren alle recht nutzlos. Haben nie zurückgeschrieben oder haben sich dann nie wieder gemeldet oder haben zu viel Stress gemacht. Also von den ganzen Leuten, alle haben gefailt. Bis auf einen. Und das ist der Tony. Richtig krasser Typ. Hat mir immer geholfen. Hat alles super gemacht. Der hat es halt immer an der Seite gemacht. Ab und zu, wenn er halt Zeit hatte. Und jetzt haben wir es endlich geschafft. 3 Motive durfte ich mir aussuchen. Da haben wir als erstes super saftig, zweitens richtig leidend und drittens serious business. Ich krieg mir hier mal direkt mal auf den Pulli. Preise sind, also vor 3, 4 Monaten, wo ich das gestartet habe, gab es ein bisschen andere Preise, beziehungsweise ich durfte mir da andere eigene Preise aussuchen. Und jetzt, wo ich dir das alles eingereicht habe und die den Shop eingerichtet haben die erstmal das als Standardpreis angesetzt. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt immer noch, ob die das immer noch so haben, die Preise selbst anpassen kann. Das müsste ich mir noch genau anschauen, weil dann würde ich es ein bisschen billiger machen, aber momentan sind die Preise jetzt erstmal so. Und hier könnt ihr auch die Farben aussuchen. Also viele haben gefragt, weil ich habe nur den schwarzen gepostet auf Instagram und so, und viele haben gefragt, ob es auch andere Farben gibt. Also ja, gibt es. Zum Beispiel hier alles. Rot. Oh, der Rot sieht echt geil aus. Was gibt's noch? Grün. Grün ist nicht so meine Farbe. Ah, weiß. Weiß sieht, könnte auch cool aussehen. Weiß sieht auch nicht schlecht aus. Forest Green. Das ist doch schwarz. Chili Gold, okay. Ja. Auf jeden Fall. Alle Farben gibt's. Verschiedene Sachen haben die auch. Hier könnt ihr es unten sehen. Diesen Beutel zum Beispiel. Der ist auch cool. Leider keine Cap. Das wäre das Geilste gewesen. Dann hätte ich mir direkt von allen drei eine Cap geholt. Also demnächst werde ich auf jeden Fall mit meinem eigenen Merch rumlaufen. Aber ich muss selber erstmal schauen, was die alles im Angebot haben. Habe ich mir auch noch nicht so genau angeschaut. Alles noch recht frisch. Den Beutel haben die auch in verschiedenen Farben, cool. Am besten schaut ihr da selber mal rein. Link ist unten in der Beschreibung. So. Könnt ihr nochmal kurz durchschauen. Eine Tasse natürlich, damit ihr richtig leidend in den Tag startet. Echt coole Sachen, auf jeden Fall dabei. Also das ist die Ankündigung zum Shop, weil seitdem ich das auf Instagram gepostet habe, haben so viele Leute danach gefragt. Jetzt könnt ihr es kaufen und mich ein wenig unterstützen, und hoffentlich ist es cooles Merch, das euch gefällt, das gut aussieht. Wie gesagt, nochmal danke und Shoutout an Tony für die Designs. Ich finde, das sieht gut aus. Wir hatten auch eins mit einem Galaxo drauf, also dem von dem Banner da als Motiv, aber wie gesagt, wir durften nur 3 aussuchen und ich glaube Copyright und sowas. Aber mal schauen. Wenn der Shop gut läuft, dann darf ich auf jeden Fall noch weitere Motive hinzufügen. Also möglicherweise demnächst noch weitere Motive und auch Sachen. Ich glaube, die Cap muss ich mir erst freischalten. Aber das werden wir dann alles herausfinden, kein Problem. Auf jeden Fall gibt es erstmal hier die Sachen. Und die zweite Ankündigung ist, dass ich heute Abend halt zur Feier der Eröffnung von dem Shop halt einen kleinen Livestream mache. Ich muss später was kurz erledigen, mich mit ein paar Leuten treffen und danach komme ich heim und dann können wir livestreamen. Ich weiß nicht, so 6, 7 ungefähr, so wie immer halt, spätestens 8.
Es sei denn, also Perchnet läuft heute immer noch. Und zwar die dritte Runde, die Nach-Event-Runde sozusagen. Falls da was Krasses kommt, dann könnte sich das natürlich verzögern, aber so heute Abend ungefähr, rechnet mit einem Livestream. Schaut vorbei, dann können wir ein bisschen chillen. Könnt ihr ein paar Fragen stellen zum Shop oder auch allgemein zu Fragen oder ein bisschen über das Event reden. Also das war's von mir. Schaut heute Abend vorbei, schaut beim Shop vorbei. Hoffentlich gefallen euch die Sachen. Und ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vor allem auf Instagram und Facebook, weil dann erfahrt ihr über solche Sachen früher. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.